Wir müssen noch ein Stückchen runterziehen vielleicht, weil es läuft ja so ein Schatten von dem anderen da. Mhm. Das ist gut. Das ist gut, ja. Okay. Und dann kommt oben noch der Film an. Der Film läuft hier. Ja, herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, die Bibliothek Wolfgang Hilbigs ist mit 8000 Bänden, mit über 8000 Bänden, eine der größten Nachlassbibliotheken, die wir hier haben. Mehr als 300 Künstlerbibliotheken werden hier verwahrt, darunter die von Heinrich Mann, George Gross, Bertolt Brecht, Hans Eisler, Anna Segers, Peter Weiß und so weiter. Und die Zahl wächst kontinuierlich. In der Regel werden die Bibliotheken eben im Zusammenhang mit den Archiven übernommen. Damit ist auch die große Besonderheit der Bibliothek der Akademie bezeichnet, im Vergleich eben zu den meisten anderen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken. Die künstlerischen Privatbibliotheken spiegeln Vorlieben, geben Einblicke in Arbeitsweisen, mit denen die Künstler gearbeitet haben, wie sie mit ihren Büchern gearbeitet haben. Sie dienen als Werkstatt und Inspirationsquelle. Lesespuren finden wir eigentlich in den meisten Bibliotheken der Künstler. Die sind durchaus ebenso wie die Bibliotheken selbst, auch die Lesespuren höchst individuell. Heinrich Mann zum Beispiel hat sehr viel mit Bleistift angestrichen, unterstrichen, Korrekturen gemacht, Anmerkungen reingeschrieben in die Bücher, umgearbeitet sein eigenes Werk. Da, im Gegensatz dazu hat Peter Weiß sehr gern mit Kugelschreiber gearbeitet, mal in Blau, gelegentlich auch in Rot, hat auch dann gern Eselsohren in die Seiten reingeknickt und die auch dann gelegentlich noch mit einem Kreuzchen dann versehen oder Stellen, die ihn besonders interessiert haben, mit zwei Kreuzchen oder noch interessantere Stellen mit drei Kreuzchen. Also da gibt es unglaublich viele Varianten. Es gibt aber auch viele Bibliotheken von Künstlern, die eben kaum Lesespuren zeigen. Und dazu gehört eigentlich durchaus auch die Bibliothek von Wolfgang Hilbig. Aber Simke Vollring hat natürlich vielleicht einige interessante Spuren trotzdem gefunden und wird uns da nachher dann auf die Fährte setzen. Ja, Handschriftliches, da finden sich durchaus häufig auch in den Bibliotheken Widmungen, handschriftlich geschriebene Widmungen, und dadurch werden eben so gedruckte Bücher zu ganz persönlichen, lebendigen Botschaften. Sie spiegeln Netzwerke von Freunden, von Verwandten, von Kollegen, einmal in der eigenen Bibliothek, aber auch über die Bibliotheken hinweg. Es ist ein großer Gewinn, dass die Bibliothek der Akademie so viele Nachlassbibliotheken von Künstlern beherbergt, denn dadurch entstehen noch viel übergreifendere Netzwerke, auch über die Kunstsparten hinweg oder in unserem Zusammenhang heute mit der großen Nachlassbibliothek von Wolfgang Hilbig. Da konnte die Akademie Feld von Hilbig aus Berlin vor allem, Uwe Kolbe, Gerd Neumann, Elke Erb oder auch Bert Papenfuß schon übernehmen. Allerdings nur kleine Teile. Die Autoren sind ja noch sehr, sehr produktiv und brauchen den Hauptteil der Bibliotheken dann noch zu Hause bei sich für die Arbeit. Über 300 Künstlerbibliotheken, die wir hier in der Akademie haben, gehören sicherlich zum wertvollsten in unserem Bestand. Er wird ergänzt und bereichert durch große und sehr bedeutende Sondersammlungen, wie zum Beispiel zum Expressionismus oder zum Exil in Zeit der Nationalsozialismus oder zu Bühnenmanuskripten, zu Ausstellungskatalogen, seltenen Zeitschriften. Da gibt es also wirklich sehr Seltenes und Rares. Insgesamt stehen heute in unserer Bibliothek ungefähr 650.000
Wände zur Verfügung. Sie ist damit eine der größten Spezialbibliotheken zur Kunst und zur Kultur der Moderne im 20. und 21. Jahrhundert. Sie ist der Öffentlichkeit zugänglich, jeder kann sie nutzen, kostenfrei ist hier die Nutzung möglich. Vieles ist auch sogar nach Hause ausleihbar, freilich nicht die Nachlassbibliotheken, aber alles, auch das, was Sie zum Beispiel draußen in den Vitrinen sehen, kann hier in die Bibliothek, hier in den Lesesaal bestellt werden und kann dort, können Sie dort studieren und anschauen. Ja, erschlossen sind die ganzen Bestände, oder noch nicht ganz alles, aber sehr vieles ist erschlossen in unserem elektronischen Katalog, den Sie übers Internet ganz leicht erreichen können und in dem Sie eben zum Beispiel auch von zu Hause aus dann Bestellungen aufgeben können. Wir möchten Sie also ganz herzlich einladen, unsere Schätze zu entdecken. Wir haben auch einen kleinen Flyer mal zusammengestellt mit einigen Informationen drin, auch mit einem kleinen Poster auf der Rückseite. Ja, jetzt aber zu Wolfgang Hilbig, den Uwe Kolbe als den großen apokalyptischen Visionär des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat, oder der zu Inge Schulze das ungeheuerlichste Deutsch der Gegenwart schreibt, der in einem Heizungskeller bei Meuselwitz vermochte, Paris die Stirn zu bieten und in der Hitze vor den Öfen der Moderne von Breton bis Joyce in sein Idiom umschmolz. Ja, dann... Das war jetzt mein Stichwort. Es wird umgeschmolzen. Ja, wenn du dann die Bibliothek uns ein bisschen vorstellen würdest, genau. Das wäre toll. Vielen Dank. Ja, okay. Danke. Ja, also ich erzähle Ihnen heute einiges zur Bibliothek von Wolfgang Hilbig. Das sind natürlich immer nur einige Aspekte zur Bibliothek, die ich Ihnen jetzt erläutere, und es sind immer nur Ausschnitte davon, und ich verbinde also gleichfalls wie Frau Thier jetzt schon die Einladung an Sie, sich mit den Aspekten, die Sie interessieren, dann auch näher zu beschäftigen. Also die Bibliothek umfasst 8.424 Signaturen, darunter sind alle Bände und Zeitschriftenhefte, und sie ist eine der größten Nachlassbibliotheken in der Akademie der Künste und offenbart die Sammelleidenschaft Wolfgang Hilbigs und sein Lesen als unermüdlicher, sein Leben als unermüdlicher Leser. Helmut Böttiger hat über ihn gesagt: Hilbig beschreibt an vielen Stellen seines Werkes suggestiv, wie er seinen oft mühsam ergatterten, kostbaren Lesestoff in meist vergibten Exemplaren traumhaft auf dieselbe Weise in sich hineinschaufelt, wie in seiner Tätigkeit als Heizer im Industriekombinat die Kohlen in die Öfen. Er bezieht das ja jetzt auf das Werk Hilbigs. Ich denke, Hilbig selber hat sich ja immer eher als langsam Leser beschrieben und der jetzt weniger die Exemplare in sich hineinschüttet, aber allein diese pure Masse an Büchern ist damit doch sehr schön umschrieben. Ja, Frau Thier hat schon darauf hingewiesen, es ist also ein Depositum der S. Fischer Stiftung, die kurz nach dem Tod Wolfgang Hilbigs zusammen mit dem Archiv in die Akademie kam. Und die Besonderheit und auch der Wert der Nachlassbibliotheken sind, dass es sich teilweise um unikale Bestände handelt, aufgrund von Provenienzmerkmalen, die in den Büchern mitunter zu finden sind. Das können einerseits Besitzkennzeichen wie Namens- oder Adressstempel, Namenszüge, Exlibris, aber auch Widmungen sein und andererseits Bearbeitungsspuren wie Anstreichungen, Unterstreichungen, Marginalien oder Notizen. Hinzu kommen dann Beilagen oder Einlagen in den Büchern wie Lesezeichen, bedruckte und beschriebene Zettel, Briefe, Zeitungsartikel und ähnliches. Diese werden aus den Büchern entnommen, aus konservatorischen Gründen und separat gelagert. Sie können das dann im Magazin auch nochmal sich anschauen. Und alles wird aber im OPAC vermerkt. Wir haben dann so eine spezielle Fußnote dafür. Und es ist also jederzeit nachvollziehbar, aus welchem Buch die Beilagen entnommen wurden, sodass der Kontext gewahrt ist. Ich beschreibe Ihnen ganz kurz anhand eines Buches, das sicher Ihnen allen etwas sagt, die poetischen Werke von E.T.A. Hoffmann in 6 Bänden. Hilbig hat sich das Buch 1958 von seinem Lehrlingsentgelt gekauft. Es sind von diesen 6 Bänden sind 5 in seiner Bibliothek auch überliefert.
Und ich erkläre Ihnen daran ganz kurz, wie die Signaturparagabe bei uns funktioniert. Also alle Nachlassbibliotheksbücher bekommen eine sogenannte Reiterkarte. Die Stammsignatur ist also Buch N.B. Hilbig und dann erfolgt eine fortlaufende Nummer, die Bücher bekommen. Und über diesen Barcode erfolgt dann die Ausleihe. Und die Bücher werden also mit Bleistift wird die Signatur eingetragen. Und normalerweise werden die Bücher bei uns auch gestempelt, aber da es eben ein Depositum ist, entfällt der Stempel bei Hilbig. Das ganz kurz zur Bearbeitung der Bücher. In Hilbigs Bibliothek existiert also überwiegend Belletristik und einen großen Teil bilden Klassiker der deutschen Literatur wie Storm, Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, von dem er um die 40 Bände von und über ihn hat, Gottfried Keller oder Wilhelm Raabe. Und es gibt wenig Gegenwartsliteratur bzw. eben zeitgenössische Literatur. Bei den vorhandenen Werkausgaben muss man sagen, dass sie des Öfteren auch unvollständig sind, was darauf schließen lässt, dass Hilbig also seine Bücher eher nach Nutzen als nach einem bibliophilen Aspekt auswählte. Dann sind Belege eigener Werke vorhanden, auch in Übersetzungen. Und bei der vorhandenen Sachliteratur liegen die Schwerpunkte bei Philosophie, Kulturpolitik, bildender Kunst und daneben versammeln sich Werke zur Kulturgeschichte, Psychologie und anderen Gebieten. Sie wissen es alle, Wolfgang Hilbig wird 1941 in Meuselwitz geboren und ist ein vielfach ausgezeichneter Autor. Unter anderem hat er den Büchnerpreis bekommen und seine Schulbildung endete nach der 8. Klasse. Für Karl Corino ist seine literarische Karriere eines der größten Mirakel der ganzen deutschen Nachkriegsliteratur. Und es kam immer wieder die Frage auf, woher Hilbigs Sprache kommt. Es wird immer vom Mythos des Haushalts ohne Bücher gesprochen und der Großvater konnte ja tatsächlich nicht lesen, stand allem Geschriebenen kritisch gegenüber. Also es war sicher kein bildungsbürgerlicher Haushalt, aber es gab durchaus Bücher in seinem Umfeld. Seine Mutter war zum Beispiel eine Goethe-Verehrerin und Hilbigs Vorname kommt sicher auch nicht von ungefähr. Das erste Buch, das ihm seine Mutter geschenkt hat, war das Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes von Johann Peter Hebel. Und sie las ihm auch Märchen vor. Sein liebstes war der Froschkönig. Das hat er auch später seiner Tochter Konstanze vorgelesen. Und in Hilbigs Bibliothek gibt es eine zweibändige Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen aus dem DTV von 1984. Und diese Anschaffung beruht offenbar nicht nur auf seiner besonderen Beziehung zu den Grimmschen Märchen, denn es sind auch weitere Märchenbücher in seiner Bibliothek überliefert. Zum Beispiel von Hans Christian Andersen, von Hermann Hesse, von Oscar Wilde, aber auch länderspezifische Märchenanthologien. Er hat zum Beispiel, es gibt eine Reihe aus dem Fischer Verlag, die heißt Märchen der Welt, da hat er mehr als 10 Bände. Und er besaß 6 Bände, unter dem Titel Erzählungen aus 1001 Nächten vom Inselverlag 1953. Wolfgang Hilbig war Leser der Meuselwitzer Bibliothek. Als Kind bzw. Jugendlicher las Wolfgang Hilbig alles, wie er sagt, was ihm zwischen die Finger kam, insbesondere Wildwest und Kriminalromane. Er gibt an, dass es immer etwas Exotisches sein musste, Dinge, die mit seiner Lebenswirklichkeit zu tun hatten, hätten ihn jetzt nicht interessiert. Also kein Roman aus der Arbeitswelt. Und auch später ist ihm diese Vorliebe erhalten geblieben und zeigt sich in seiner Bibliothek anhand von Science-Fiction und fantastischer bzw. Schauerliteratur. Ich nenne einfach ein paar Autoren. James Graham Ballard hat er zum Beispiel, Ray Bradbury, H.P. Lovecraft, Jules Verne, Horace Russell Wakefield, Sheridan Le Fanu, der hat einen berühmten Vampirroman Carmilla geschrieben und er hat auch den Klassiker Bram Stoker und Mary Shelley sowie verschiedene Anthologien, die in diesem Bereich anzusiedeln sind. Es finden sich auch einige Kriminalromane, da hat er auch die Klassiker, also Arthur Conan Doyle, hat Eric Ambler, Patricia Highsmith, Thatcher Hammett, Robert Hans van Gulik, Walter Serner, Rex Stroud und er besaß mehr als 30 Maigret-Bände von Georges Simenon. Und anknüpfend an die exotischen Welten ist dann auch sein Lieblingsbuch Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Und er beschreibt, dass er regelrechte Neidgefühle auf die Atmosphäre entwickelt hat, die der Autor dort geschaffen hat. In Hilbigs Bibliothek sind 14 Bücher von Stevenson erhalten.
Unter anderem ist die Schatzinsel von 1979 bei Diogenes erschienen dabei. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, dass er Bücher, die ihm wichtig waren und die er besitzen wollte, nachgekauft hat. Also ein weiteres Beispiel ist das Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes, die schon erwähnten Kinder- und Hausmärchen von Grimm, aber auch Nikolaus Lenau, den Hilbig seit Kindertagen gelesen hat, hat er seiner Bibliothek wieder zugeführt. Offenkundig war es ihm wichtig, sich mit den Büchern, die ihm etwas bedeuten, zu umgeben, beziehungsweise eben einen ständigen Zugriff darauf zu haben. Michael Opitz beschreibt in seiner Biografie, dass Wolfgang Hilbig nach der Lektüre des Essays »Ich packe meine Bibliothek aus« von Walter Benjamin im November 1970 die Bedeutung seiner Bibliothek notiert. Er schreibt darin, »Bin schon damals wegen meiner Bücher nicht nach Westdeutschland gegangen.« Und das ist eine Seite aus einem Notizbuch, das ist sehr schön, Herr Wurm hat es auch dabei, Sie können sich das nachher anschauen. Da beschreibt er so Eindrücke von verschiedenen Lektüre-Erlebnissen. Das ist eine sehr schöne Archivalie und wir haben ein Faksimile dieser einen Seite auch in der Vitrine ausgestellt. Und das ist für uns natürlich ein schönes Fundstück, weil es ein starkes Bekenntnis zu seiner Büchersammlung ist. Wolfgang Hilbig liest früh die Romantiker wie E.T.A. Hoffmann, von dem sind gut ein Dutzend Bände in seiner Bibliothek, Novalis, Ludwig Tieck oder Edgar Allan Poe, von dem hat er so um die 30 Bände inklusive Sekundärliteratur und er bezeichnet sie eben als ausgegrenzte Autoren. Hilbig beeindrucken die unheimliche Atmosphäre und die Gespaltenheit der Figuren bei E.T.A. Hoffmann. In seinen frühen Schreibversuchen orientiert er sich stark an Hoffmann und anderen Romantikern. Und da muss man sagen, dass das Lesen doch sehr essentiell für ihn war, weil er schult sein Schreiben auch durch dieses Lesen und Nachahmung des Gelesenen. Also er gibt ja an, dass er zum Beispiel Abenteuergeschichten für seine Klassenkameraden geschrieben hat und später schult er sich an den Romantikern. Lange Zeit entbehrt er die für ihn so interessanten Bücher der Moderne, die er in der DDR kaum erwerben kann. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von ihm, an die Westverwandtschaft, verschont mich mit euren Pullovern, schickt nun mal ein Buch von Beckett. Und als er 1983 zur Verleihung des Brüder-Grimm-Preises nach Hanau reist, ist dann auch sein größter Wunsch, in eine Buchhandlung zu gehen und sich dort endlich Werke des Familie Beckett zu kaufen. Und er beschreibt das sehr schön, also für ihn ist das alles sehr stressig, er hat offizielle Termine, die er wahrnehmen muss und kann sich dort also kaum loseisen, um in diese Buchhandlung zu kommen. Letztlich schafft er es doch und es sind dann zwei Koffer voller Bücher, die er dann in die DDR bringen muss und da hilft ihm Franz Fühlmann, der damals ein etablierter Autor war und der also da wenig Schwierigkeiten hatte, dann auch diese Sendung anzunehmen für ihn. In Wolfgang Hilbigs Bibliothek sind mehr als 25 Bände von und über Beckett vorhanden und es gibt sechs Bände von Beckett, die durchaus aus diesem Ankauf stammen könnten, wenn man sich die Erscheinungsjahre anschaut. Und drei Bände Sekundärliteratur, die also auch da reinfallen könnten. Es gibt natürlich jetzt keinen Nachweis, aber das wäre zeitlich möglich. Der Zugang zum westdeutschen Buchmarkt bildet dann auch ein Schlüsselerlebnis für Wolfgang Hilbig und seine Bibliothek. Als er 1987 nach Nürnberg zieht, eröffnen sich ihm weitere Lektürequellen. In dem Erinnerungsband, Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, der im Verlag Wunderhorn erschienen ist, schreibt Natascha Wodin, seine Wohnung diente ihm nur als Lager für die Bücher, die er sich in großen Mengen kaufte. Endlich waren sie ihm zugänglich geworden. Fast sein gesamtes Geld gab er für Bücher aus. Und Michael Opitz hat die paranoischen Notizen, die im Archiv der Akademie überliefert sind, ausgewertet. Und darin bekennt Hilbig, mein wahnsinniges Bücherkaufen, von dem ich Natascha kaum die volle Wahrheit zu gestehen wage. Und es gibt so einen Dreiklang von Hilbigs Notiz, Wodins Erinnerung und dem Provisorium, also dem autobiografisch gefärbten Roman. Und ich würde Ihnen gerne ein kleines Stück dazu vorlesen, weil es eben genau diese Dinge aufgreift. Da waren sie, diese Bücher, für die er sich drüben im Osten fast ein Bein ausgerissen hätte und er las sie nicht. Da kam er nun aus diesem Bücherkommunismus, aus dieser DDR, die sich nie genug mit dem Lesehunger ihrer Leute hatte brüsten können. Für ihn aber hatte es dort noch Frustration und Erniedrigung gegeben, wegen der Bücher, die ihm dauernd fehlten. Als er in den Westen kam, hatte er vom ersten Tag an Bücher gekauft wie ein Wahnsinniger. Niemals hätte er sie alle lesen können. So viele Jahre blieben ihm gar nicht, um die Bücher vernünftig zu lesen, die er um sich herum aufhäufte.
Niemand verstand die Triebhaftigkeit, die Besessenheit, mit der er Bücher kaufte, Bücher sich von den Verlagen besorgte, Bücher stahl und sich auf jede andere nur denkbare Weise beschaffte. Niemand begriff das, obwohl kein Mensch das wirkliche Ausmaß seiner Gier kannte. Auch Hedda nicht. Auch vor ihr verheimlichte und versteckte er einen großen Teil der Bücher, die er herbeischleppte. Er lagerte sie im Bahnhofsschließfach und holte sie erst nachts mit einem Taxi ab, wenn Hedda schon schlief. Auch im Provisorium legte Erzähler eine Bibliothek des wirklich notwendigen Wissens des 20. Jahrhunderts an. Und Wolfgang Hilbig wird in einem Interview dazu befragt, welche drei Bücher er denn dazulegen würde. Wolfgang Hilbig nennt vier Bücher, den Archipel Gulag von Solzhenitsyn. Er sagt, die einbändige Ausgabe würde ausreichen. Und in Hilbigs Bibliothek ist die Ausgabe von 1997 überliefert. Und diese nutzt er vermutlich, als er 1999 in der Wochenzeitung Die Zeit das Buch im Rahmen der Serie Mein Jahrhundertbuch vorstellt. Dort schreibt er, dieses Buch war der Schock im letzten Drittel des Jahrhunderts, wem das Ende der kommunistischen Illusion noch immer unbegreiflich oder überraschend erscheint, der lässt dieses Buch außer Acht. Das zweite Buch, was er angibt, ist Roman eines Schicksallosen. Das konnte ich in seiner Bibliothek nicht ermitteln, von Kertesz. Und das Galeeren-Tagebuch, das hatte er in einer Ausgabe von 1999. Insgesamt hat er 7 Bücher von Kertesz in der Bibliothek. Und das vierte Buch ist das Ein Mensch von Primo Levi. Von ihm hat er 6 Titel, 2 davon doppelt, so auch das genannte, in einer Ausgabe von 1988 und von 96. Neben seinen literarischen Leitfiguren Samuel Beckett, Bruno Schulz, von dem hat er 2 Bücher und 1 Band Sekundärliteratur, und Witold Gombrowicz mit 10 Büchern vertreten, nennt Hilbig einen Autor, der für ihn, Zitat, in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann. Es handelt sich um William Faulkner. Und Hilbig sagt über ihn, man kann Heimat als Schriftsteller nur noch in der Sprache finden, glaube ich. Der Autor für ehemalige DDR-Bürger wäre eigentlich William Faulkner, der ein mythisches Land mit einer ganzen Population von Leuten erschaffen hat, die niemals existierten. Und da die DDR genauso verschwunden ist, wie dieses Land für Faulkner verschwunden war, müsste es eigentlich neu erfunden werden. In Hilbigs Bibliothek gibt es 24 Bücher Primär- und Sekundärliteratur zu Faulkner. Hilbig hat nie den Mainstream gelesen. Er sagt, ich lese nicht, was alle lesen. Und insbesondere in der DDR hat ihn nie die offizielle DDR-Literatur interessiert, abgesehen von der Lyrik. Später, nach 1989, gibt er an, fast nur noch DDR-Literatur lesen zu wollen und sie teilweise wie Strittmatters Bücher in den Antiquariaten vergeblich zu suchen. Und dass er keine offizielle DDR-Literatur las, hängt mit einem Erlebnis zusammen, was er Harro Zimmermann 1994 schildert. Als er 17 oder 18 war, las er ein Buch von einem DDR-Autor, den er nicht angegeben hat, ein Zitat, also er konnte sich nicht mehr erinnern, und stieß in diesem Buch auf ein Zitat von Albert Camus, das er, Zitat, hinreißend fand. Er ging dann zu seinem Buchhändler, vermutlich war es also Herr Fiedler in Meuselwitz, und bekam dort die Information, dass das Buch in der DDR nicht verlegt wird. Und Hilbigs Enttäuschung darüber war so groß, dass er sich schwor, also nie wieder offizielle DDR-Literatur zu lesen. Und das korrespondiert auch ein wenig mit dieser Frustration und Erniedrigung, die er im Provisorium beschreibt und die ich gerade gelesen habe. Also Camus ist mittlerweile in seiner Bibliothek vorhanden, eine Ausgabe von 1998. Und das ist, Michael Opitz schreibt, dass er in den 70er Jahren Camus gelesen hat. Und das wäre also auch wieder so ein Buch, was er dann nachträglich auf der Bibliothek beigegeben hat. Er las erst ab ca. 1980 nach einer Begegnung mit Franz Fühlmann wieder DDR-Autoren. Also er beschreibt, dass er von Fühlmann nichts gelesen hatte, als sie sich das erste Mal getroffen haben. Es war ihm furchtbar unangenehm und er hatte also Angst, dass jetzt die Sprache auf Fühlmanns Werke kommt. Dem war wohl nicht so. Aber danach hat er eben verstärkt DDR-Autoren wieder gelesen. Und als er nach Westdeutschland gegangen war, war ihm der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der DDR auch sehr wichtig. Also es gab dann auch so einen Bücheraustausch mit den Kollegen untereinander. Tatsächlich gibt es nur relativ wenig DDR-Autoren in seiner Bibliothek, die so dem offiziellen Kanon entsprachen. Ich habe jetzt den schon erwähnten Erwin Strittmatter mal beispielhaft rausgenommen. Also er hat 4 Titel von ihm, die aber alle zwischen 1990 und 1995 erschienen sind.
Und es gibt in einem Buch unter dem Titel Vor der Verwandlung eine Buchhandlungsquittung, die dem Vorsatz entnommen wurde, aber das ist eine unspezifische Quittung, weil sie auf Fachliteratur lautet und offenkundig mehrere Bände auch zusammenzieht. Also Titel vom 5.9.96 aus der Protopolski-Buchhandlung in Rheinsberg. Also man kann auch nicht nachvollziehen, ob das jetzt tatsächlich dieser Ankauf war, den er da getätigt hat. Und Zettel, wie die erwähnte Quittung, nutzt Wolfgang Hirlich auch als Lesezeichen. Er knickt, anders als Peter Weiß, keine Ecken in seine Bücher. Und er nutzt dafür überwiegend Buchhandlungslesezeichen, unbedruckte Zettel, aber eben auch Quittungen. Also es gibt auch einige Quittungen auf seinen Namen, wenige, aber die sind auch vorhanden. Und Buchlaufkarten aus Buchhandlungen nutzt er sehr gern. In der Vitrine haben wir eine Bestellkarte einer Buchhandlung auf Wolfgang Hirlichs Namen. Und er hat dort ein Buch von C.G. Jung bestellt. Daneben gibt es einige Beilagen wie Briefe oder Zettel mit handschriftlichen Notizen von eigener und fremder Hand, die sich gleichfalls in seinen Büchern finden. So ein Brief ist der von Ulrich Kaicher. Der lag der Anthologie Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts bei. Sie wurde eingeleitet von Gottfried Benn, ist im Limes Verlag 1955 erschienen. Und in der Hilfsbibliothek finden sich mehrere Bücher mit Widmungen von Ulrich Kaicher, ebenso annähernd 30 Titel aus dessen Verlag. Und Wolfgang Hirlich war auch Kunde des dort angeschlossenen Antiquariats. 1992 veröffentlicht der Verlag Ulrich Kaicher dann die bibliophile Ausgabe Prosa meiner Heimatstraße, viertens Ankunft von Wolfgang Hirlich in einer Auflage von 100 Exemplaren. Leider ist ein Belegexemplar in der Bibliothek nicht überliefert, das hätten wir natürlich sehr gerne dazu gelegt. Eine weitere Beilage, die wir ausgestellt haben, ist der Durchschlag eines Briefes an den bereits erwähnten Carolino vom 10.04.77. Das ist ein literaturgeschichtlich sehr interessantes Fundstück. Es wurde dem Vorsatz des Buches Der Tod von Rival von Werner Bergengrün, Union Verlag 1972 entnommen. Und zwar, dieser Brief zeugt so von Selbstzweifeln Hilbigs, also es ist ein Durchschlag, er wurde von Calcolino angeschrieben und um Gedichte gebeten, die er dann in seiner Sendung Transitkultur in der DDR im Hessischen Rundfunk ausstrahlen möchte. Und Hilbig weiß mit der Anfrage, geht aus dem Brief hervor, erstmal nicht so viel anzufangen und ist da eher skeptisch. Und der Kontakt kam daher, dass Sigmar Faust, ein Freund Wolfgang Hilbigs, 76 in die BRD ausgereist ist und dort also Calcolino die Texte über Wolfgang Hirlichs empfohlen hat. Und es kommt dann aber tatsächlich auch zu einem Lesungsmitschnitt von 12 Gedichten und die werden am 26.10.1977 ausgestrahlt. Und daraufhin melden sich drei westdeutsche Verlage, die Wolfgang Hirlichs Gedichte gerne verlegen möchten. Und Hirlich entscheidet sich dann für S. Fischer. Calcolino ist auch Mitglied der Jury des Brüder-Grimm-Preises der Stadt Hanau und schlägt also Wolfgang Hirlich als ersten Preisträger vor. Und als dieser 1983 nach Hanau fährt und den Preis entgegennimmt, hält Calcolino auch die Laudatio auf Wolfgang Hirlich, der ursprünglich vorgesehene Laudator Franz Fühlmann muss krankheitsbedingt absagen. Eine Besonderheit, über die wir uns sehr freuen, ist ein unveröffentlichtes und unerdichtes Gedicht von Wolfgang Hirlich. Das ist dem Vortitelblatt der Anthologie von Goethe bis Lyrike, Nachworte zu deutschen Gedichten von Bernd Leisner entnommen, im Altungsverlag 2001. Und ich lese ihm das Gedicht vor. Ja, ich lese es Ihnen einfach. Es ist ein sehr schönes Gedicht. Und, ein Dezembermond versinkt in der See. Hell wie Kiesel im Sand. Seine Scherben aus Licht sind so weiß wie Rosenblätter in der Gischt oder Muscheln weiß gesteckt ins Haar der See. Salzhelle branden zum Ufer hin und Bernstein aus einer vergangenen Zeit, dort am Meer, an dem ich geboren bin. Erlauben Sie mir eine kurze Abschweifung dazu, und zwar Marie-Louise Bott sagt 2002 in einem Interview, sie spricht von einem dominierenden Metaphernvokabular bei Wolfgang Hirlich und nennt Worte wie Meer, Schiff, Salz, Wüste. Und für Wolfgang Hirlich sind dies Urwörter, die mit der Entstehungsgeschichte im weitesten Sinne zu tun haben. Und er verweist eben auch auf die Tagebau und deren Speisung mit Grundwasser, also die Gegend, in der er aufgewachsen ist. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, Gedicht dafür.
Gleichfalls als Beilage liegt in der Vitrine eine handschriftliche Notiz von Wolfgang Herwig zur Bedeutung von übersetzter Lyrik. Es ist einer Anthologie zur erotischen Literatur entnommen, im Böhlau Verlag 1990 erschienen. Und er schreibt in dieser Notiz: Es ist die Lyrik, die für mich ein besonderes Kapitel war. Es waren nicht immer die deutschen Gedichte, sondern übersetzte Lyrik, vor der ich ratlos, überwältigt und gefangen saß und dabei zu einem Nichts schrumpfte. Und in der Notiz, also er nennt verschiedene Dichter, das können Sie sich dann nur nochmal anschauen. Und von all den genannten Dichtern finden sich auch Werke in der Bibliothek von Wolfgang Herwig. Ein Buch mit auffällig vielen Lesezeichen in Herwigs Bibliothek ist Die weiße Göttin, Sprache des Mythos von Robert Graves. Und es gilt als ideologisches Hauptwerk zu matriarchalischen Mythen. Der Schriftsteller Franz Fühlmann regt in Herwig das Interesse an Mythologie an. Das spiegelt sich auch in seiner Bibliothek. Er hat zum Beispiel Werke zur griechischen Mythologie oder zur Artussage. Früh schon hat sich Fühlmann für junge Literaten eingesetzt, das werden Sie sicherlich wissen, so auch für Wolfgang Herwig. Er vermittelt ihm einen Abdruck von 18er Gedichte in der Zeitschrift Sinn und Form. Und durch diese Veröffentlichung ist es dann auch Herwig möglich, eine Steuernummer zu beantragen und als freiberuflicher Autor zu arbeiten. Und aus Anlass des 60. Geburtstages Fühlmanns würdigt Herwig dessen Verdienste um die Mythos-Rezeption. Es gibt noch einen anderen Zusammenhang zu Fühlmann, das erzählt Herwig in einem Interview. Also in Herwigs Werken spielt ja die Figur C immer wieder eine Rolle und auch das führt er auf Fühlmann zurück. Er sagt, dass die Figur C also weder eine Schablone nach A oder B ist, sondern vielmehr verkörpert sie ihre Eigenständigkeit als C. Ein weiteres Thema, das Wolfgang Herwig und Franz Fühlmann verbindet, ist das Werk E.T.A. Hoffmanns. In seinem Text Der Mythos ist irdisch bezieht sich Herwig auf Fühlmanns Mann zu E.T.A. Hoffmann, Fräulein Veronika Pohlmann aus der Pirnaer Vorstadt oder etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, erschienen bei Hinsdorf 1979. Und wir haben das in der Ausstellung ausgelegt, also es gibt eine Widmung in eben diesem Buch von Fühlmann an Herwig und von Franz Fühlmann sind 7 Titel in der Bibliothek überliefert. Wolfgang Herwig versah seine Bücher nicht mit Besitzkennzeichen, einem Stempel oder einem Ex-Libris. Es sind wenige Namenszüge zu finden, die auf Wolfgang Herwig lauten, wobei sich das nicht mitunter eindeutig verifizieren lässt. Also es gibt 4 Hefte, sind um Form, auf denen steht also der Namenszug Wolfgang Herwig, aber die Syntax des Namens und das Schriftbild ist also nicht ganz stimmig. Aber Sie haben die Möglichkeit, im Magazin dann selber nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ich habe die Hefte rausgesucht, da können Sie auch selber dann nochmal schauen. Und nicht selten weisen die Bücher in Herwigs Bibliothek jedoch fremde Besitzkennzeichen auf. Es sind zum Beispiel knapp 60 Namenszüge zu finden und sehr wenige Ex-Libris und noch weniger Namensstempel. Und sie verweisen auf Provenienzen aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel aus Antiquariaten, dem Freundeskreis oder im Einzelfall auch der Familie. Wir haben ein Buch ausgestellt, der westöstliche Divan von Goethe, mit einem Namenszug der Mutter nach Herwig. Das ist im Inselverlag erschienen 1953. Und das liegt dort auch Wunschart zwischen den Atemzügen von Johannes Köthen von 1979. Und das ist so ein Verweis auf den Tausch der Bücher unter den Freunden im Mäuselitzer und Leipziger Umfeld. Also es weist sozusagen, es hat einen Namenszug von Bernhard Theilmann, dieses Buch, und weist Besitzkennzeichen von Sigmar Faust auf. Also es ist ein Stempel und ein Namenszug vorhanden. Und also dieses Buch hatte mindestens 3 Besitzer und ist ein Beispiel für die Fluktuation, die der persönlichen Büchersammlung auch unterliegt. In Wolfgang Herwigs Bibliothek finden sich ca. 280 Widmungen aus dem Freundes- und Kollegenkreis und sie belegen die vielfältigen Kontakte, die Herwig unterhielt und ermöglichen teilweise auch biografische Rückschlüsse. Es gibt zum Beispiel Widmungen von Freundinnen und Freunden aus dem Mäuselwitzer und Leipziger Umfeld, unter anderem von Thomas Böhme, Sigmar Faust, Jane Ann Eagle, Wolfgang Hegewald. Ich habe keine Widmung von Gerd Neumann ermittelt, was mich verwundert hat, das hätte ich anders vermutet. Und auch aus seiner Zeit in Berlin und der sogenannten Szene um den Prenzlauer Berg gibt es Widmungen, also von Uwe Kolbe, von Gabriele Stötzer, die sehr schön mit Handzeichnungen versieht.
Adolf Endler, Bert Pape, Friedens, Andreas Crucio, Peter Wagazinek oder Ulrich Zieger. Und auch Hilbigs Interesse an zeitgenössischer bildender Kunst lässt sich anhand der Widmungen erkennen, unter anderem von Horst Husse, Dietrich Klüchte, Christine Schlegel, Sabine Polkert oder Christian Lust. Und in der Vitrine haben wir eine Widmung von Horst Husse. Also er hat es unter eine Grafik sehr zart geschrieben, aber Sie werden es erkennen. Und eine Widmung von Robert Gernhardt, die hat ihm einen Elefant gemalt. Das ist auch ganz gut. Die letzte Vitrine, und damit komme ich zum Schluss, widmet sich den Lesespuren Hilbigs, wobei man sagen muss, dass es davon recht wenige in den Büchern gibt. Also oft sind die Bücher aus zweiter Hand, deswegen ist die Zuordnung auch schwierig, gerade bei unspezifischen Spuren wie Anstreichungen. Man muss dann aufs Werk schauen, um die Arbeit und Spur quasi im Kontext zu sehen, aber mitunter ist es auch nicht zuordnen. In seiner Biografie über den Dichter Wolfgang Hilbig schreibt Michael Opitz den gezielten Auswahlprozess, den Hilbig seiner Lektüre unterzieht. Und er stützt sich dabei auf die Korrespondenz Hilbigs mit dessen damaliger Lebensgefährtin Margret Franzlick aus den 70er Jahren. Und laut Opitz setzt Hilbig Prioritäten, stellt Bücher zurück, um andere vorzuziehen und erstellt, Zitat, einen strengen Leseplan, der nicht leicht einzuhalten war. Und Hilbig selber hat sich interessanterweise gar nicht als so diszipliniert gesehen. Er reflektiert dann in zwei Interviews von 94 und 97. Ich bin nie ein besonders planvoller Leser gewesen. Es hing bei mir von Lust und Laune ab und auch von dem, was ich gerade zur Verfügung hatte, sagt er 97. Und 94 sagt er, immer habe ich viel und gleichzeitig wenig gelesen, so gut wie ununterbrochen, aber langsam und um Genauigkeit bemüht. Es wäre kaum erhellend, aus meinen disparaten und chaotischen Lektüren ein paar Schriftsteller herauszugreifen. Andererseits zitiert Hilbig in seinen Werken direkt oder indirekt immer wieder Autoren und erweist ihnen so seine Referenz. Er sagt dazu, man wirkt nur über Überlieferung. Wenn es die Möglichkeit gibt, Texte zu überliefern, könnte es passieren, dass die Literatur in einem Thema fortschreibt, das literarisch ist und nicht mehr abreißt. Das wäre eine Wirkung, die ich mir wünschen würde. Anhand von Zitaten, die Hilbig seinen Werken vorangestellt hat oder die in seinen Texten Verbindung finden, ist es aber dennoch möglich, einigen seiner Lesespuren zu folgen. In der Vitrine haben wir das Provisorium ausgelegt. Er verwendet darin ein Motto aus Strindbergs Schwarzen Fahnen. Dieser Roman ist ja gleichfalls autobiografisch gefärbt. Das Buch ist im Hyperion Verlag 1919 erschienen und es enthält eine Anstreichung an eben dieser Stelle. Und da dieser direkte Zusammenhang gegeben ist, ist davon auch auszugehen, dass die Anstreichung von Wolfgang Hilbig stammt. Von und über Strindberg hat er mehr als 30 Bände in seiner Bibliothek. Und das zweite Zitat stammt von Nicolas Gomez Davila. Auch verloren im Osten, das ist der Anfang des Buches, der dort zitiert wird. Und das Buch ist im Karolinger Verlag 1992 erschienen und beide Bände sind auch in seiner Bibliothek überliefert. Das könnte man auch für die alte Apothekerei noch machen. Es gibt das vorangestellte Zitat von Goethe, das stammt aus Urrote Orfisch, einer Sammlung von 5 Stanzen, hier Hoffnung. Und Hilbig hat einen kleinen Reklamband von 1959 in seiner Bibliothek, eine Gedichtauswahl von Goethe. Und zwischen den Seiten mit diesem Zitat befindet sich ein Lesezeichen, sodass man davon ausgehen kann, dass er dieses Buch wahrscheinlich genutzt hat. Und das zweite Zitat bezieht sich auf Finnegan's Wake von James Joyce. Wolfgang Hilbig, der auch ein Nachwort zu einer Reklamausgabe 1994 der Dubliner beisteuert, hat sich intensiv mit Joyce beschäftigt. Er hat auch mehrere Bände Primär- und Sekundärliteratur von Joyce in seiner Bibliothek, also so ein Dutzend ungefähr. Und nicht nur das Motto, auch Teile des Inhalts sind eine Referenz an Joyce. Ingo Schulze arbeitet in seiner Abhandlung zur Hilbig-Werkausgabe die Parallelen der letzten Seiten der alten Abdeckerei zum Kapitel Anna Livia Plunabel aus Finnegan's Wake heraus. Und im Sommersemester 1995 hält Wolfgang Hilbig an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main 4 Vorlesungen, die später unter dem Titel Abriss der Kritik erscheinen. Und bis auf wenige Ausnahmen finden sich alle im Literaturverzeichnis angegebenen Werke in seiner Bibliothek.
Es gibt, also wir haben zwei Bücher ausgestellt, das Gewissen der Worte von Canetti und Die andere Stimme von Octavio Paz. Und die beiden Bände enthalten Anstreichungen und Unterstreichungen und sind offenkundig von Wolfgang Hilbig, also gerade auch weil Canetti Marginalien enthält, ist das also eindeutig zuzuordnen. Und einige der Textstellen zitiert er wirklich in seinen Vorlesungen. Sie können das dann gerne sich nochmal in Ruhe anschauen in den Vitrinen. Der Vollständigkeit halber, von Paz hat er 16 Titel und von Canetti auch 16 Titel inklusive Sekundärliteratur in seiner Bibliothek. So, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu erschöpfend informiert über die Bibliothek. Und jetzt wird uns Frau Franzig etwas über Wolfgang Hilbig als Leser von Dankeschön. Ja, Frau Franzig wird uns jetzt was über den Leser Wolfgang Hilbig von der privaten Seite erzählen und Herr Wurm hat dann noch spannende Archivalien, weil man kann das von der anderen Seite auch betrachten, Bücher lasst. Ja, schönen guten Tag. Es war im Sommer 1969, da begegneten sich in Mecklenburg die 19-jährige Margret Franzlik und der 28 Jahre alte Heizer Wolfgang Hilbig aus Meuselwitz in Sachsen. Sie nutzte die Zeit nach dem Abitur bis zum Volontariat bei einer Zeitung namens Freie Erde, um sich als Küchenhilfe in der Naherholungsgaststätte Nonnenhof am südlichen Ende des idyllisch gelegenen Tulensesees zu verdingen, und er räumte dort die Berge von Geschirr der Gäste ab. Wolfgang Hilbig war damals noch nicht der berühmte Schriftsteller und Dichter, hatte weder im Osten noch im Westen ein Buch veröffentlicht. Aber er war mit vielen Büchern und Manuskripten angereist, mit denen er sich nach der Arbeit abends in der sogenannten Jägerstube beschäftigte, was wiederum sie faszinierte. So begann sie meine Zeit mit Wolfgang Hilbig, die bis Anfang der 80er Jahre dauern sollte, eine Zeit, in der aus der Abiturientin eine Journalistin und aus dem ehemaligen 8-Klassenschüler mit technischer Ausbildung ein Schriftsteller mit ganz eigener Stimme und Wortgewalt werden sollte. Wir waren uns nicht nur über ein Jahrzehnt persönlich verbunden, sondern es entspann sich darüber hinaus ein fruchtbarer Austausch auf einer gewissen Arbeitsebene. So war ich meist die erste Leserin der oft verschiedenen Fassungen seiner Gedichte und Kurzgeschichten, wie zum Beispiel Die blaue Blume. Wolfgang Hilbig wollte nicht nur meine Meinung hören, er ließ mich an seinen Ansichten über Literatur im Allgemeinen und seine Arbeit im Konkreten teilhaben. Noch heute, über 50 Jahre später, lese ich manchmal in seinen vielen Briefen und Kunstpostkarten teils erstaunt, teils auch belustigt nach, was er mir zu berichten hatte. Sie müssen wissen, wir lebten bis auf ein paar Jahre ab Ende der 70er Jahre nicht zusammen. Ich studierte Journalistik in Leipzig und arbeitete danach in Berlin beim Radio. So kam es, dass Wolfgang Hilbig mich öfters bat, mir das eine oder andere Buch aus Bibliotheken in Berlin und Leipzig zu besorgen, in Antiquariaten nach bestimmten Ausgaben zu schauen oder in Volksbuchhandlungen nach Neuerscheinungen. Hilbig war regelrecht hungrig nach dem lange entbehrten Bildungsgut. So zum Beispiel bat er mich am 4. Oktober, ich zitiere, ich glaube das war 72, das steht jetzt hier nicht, ich zitiere, bring bitte die beiden sowjetischen Fundusbücher mit und vergiss bitte nicht, alle deine Rambaud-Übersetzungen mitzubringen. Oder im Zusammenhang mit der Leipziger Buchmesse heißt es auf Seite 2 einer Postkarte, von der die erste Seite leider nicht mehr erhalten ist, ich zitiere wieder, da ich es mir zurzeit aus finanziellen Gründen nicht erlauben kann, zu Fiedler, seinem Buchhändler, ich lese Ihnen dann noch eine Anekdote hier aus meinem Buch über Günter Fiedler vor, bitte ich dich, ein wenig aufzupassen, ob sich die beiden Jeet-Romane, Falschmünzer, die Verliese des Vatikans,
und die beiden Bände mit Prosa von Robert Walser erscheinen, denn diese Bücher dürfen wir nicht verpassen. Oder am 24. Oktober 1972, ich zitiere, recht vielen Dank für die Ausgabe von Johannes vom Kreuz. In diesen Büchern braucht man nicht alles zu lesen. Mir ging es um die Gedichte, die ich natürlich abschreiben werde. Zurzeit bin ich vollauf mit der Traumdeutung beschäftigt. Ich halte die freudsche Abwicklung, scheußliches Wort, dieser Dinge für schlechthin genial. Oder am 21.12.1972, ich zitiere wieder, ich bitte dich in der Neubrandenburger Buchhandlung mal nach dem Tretjakow und der Auswahl 72 zu schauen. Einmal haben Wolfgang Helbig und ich sogar direkt zusammengearbeitet. Naja, ein bisschen jedenfalls. Als ich in den 70er Jahren das Hörspiel Weekend zu viel oder Die Angst vor Retra geschrieben hatte, erbot sich Helbig, spontan einmal drüber zu schauen. Kleine Änderungen auf dem Manuskript zeugen davon. Last but not least möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Titel der ersten Bücher von Wolfgang Helbig, Abwesenheit und Stimme, Stimme, auf Vorschläge von mir zurückgehen. So viel zu meiner bescheidenen Rolle im literarischen Leben des Wolfgang Helbig. So, nun habe ich versprochen, noch meine kleine Anekdote. Ja, hier mein Buch zum Beispiel, das steht in einigen Bibliotheken, ich weiß noch nicht mal ganz genau in welchen, aber ich bekomme da hin und wieder mal so solche sogenannten Bibliothekstantien von VG Wort und dann denke ich immer, oh Gott, da lesen wirklich Leute in der Bibliothek mein Buch, ne? So. Herr Fiedler, genau hier. Also für den, manch einer wird ja schon gelesen haben, aber für die, die es noch nicht kennen. Alle Welt fragt sich verwundert, woher der Schriftsteller Wolfgang Helbig sein großes Wissen über Weltliteratur, die französischen Poeten, die englischen und amerikanischen hatte. Er hatte es aus Büchern, von denen manch westdeutscher Bürger nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise nicht wahrhaben will, dass es sie in der DDR gab. Wer diese Literatur unbedingt wollte, konnte sie bekommen. Und Wolfgang Helbig wollte sie. Die Bände aus Verlagen wie Volk und Welt, Aufbau, Insel und Reklam. Außer in der Volksbuchhandlung von Meuselwitz oder bei Schnupphase in Altenburg fand er sie vor allem bei einem Mann in seiner Heimatstadt, Günter Fiedler. Wolfgang Helbig war vermutlich einer seiner besten Kunden. Buchhändler Fiedler brachte dem Stammkunden das Bestellte sogar in dessen Wohnung. Ich selbst bin seinerzeit oft mit dem Freund in den kleinen Laden in der Bahnhofstraße gegangen, der mit Buchstapeln voll belegt war, hinter denen Herr Fiedler leise hervortrat und den Kunden respektvoll begrüßte. Ahnte, wusste er, was in diesem jungen Mann steckte, der regelmäßig die Rosinen des Volksbuchhandels der DDR zu besitzen begehrte. Solche Bücher wurden damals unter dem Ladentisch gehandelt, wie übrigens Schweinefilet, Lecho aus Ungarn oder Zitronensaft aus Griechenland. Es gab einfach zu wenig davon. Und nicht nur von Büchern, auch von Zeitschriften wie Wochenpost, Filmspiegel und Magazin. Nie werde ich vergessen, wie Günter Fiedler seine Ware behandelte, sorgfältig die druckfrischen Ausgaben durchblätterte, damit ja kein schadhaftes Exemplar sein Geschäft verließ. Alte Schule, würde man heute sagen. Den Laden in der Bahnhofstraße gibt es nicht mehr, doch erinnere ich mich noch immer gern an jenes Kleinod guten Geschmacks. Danke, Günter Fiedler, dass es Sie gab. Was wäre ein Wolfgang Helbig ohne Sie geworden? Ich kann die Liebe nicht vertragen, das habe ich seinerzeit Helbig geschenkt. Und zwar stammt das noch von Neuenhof im September 1969. Da waren wir noch nicht so eng verbunden, zur Erinnerung an Margret Franzlik. Und etliche Fotos in den Vitrinen, die sind auch von mir. Und unter anderem, was sehr interessant ist, das ist, wir mussten ja dann, als seine Mutter gestorben war, die Wohnung auflösen.
Und da haben wir ja Berge von Büchern gefunden. In Dreierreihen war das alles gestellt. Und er hat das gar nicht mit nach Berlin genommen und auch nicht zu dem anderen Raum. Und ja, und das haben wir dann aber in der Buchhandlung Schnupphase gelassen. Da war es auch in guten Händen, dachte ich. Ne? Und ja, und da können Sie sich mal ein Bild machen. Ne? Ja, die konnte man gar nicht alle zu Hause dann stellen. Ne? Ich habe das Archiv Wolfgang Helbig habe ich selbst nicht erschlossen, sondern das hat Barbara Heinzen gemacht. Bin jetzt seit anderthalb Jahren da zuständig und habe jetzt für diesen heutigen Nachmittag ja versucht, mal einige Spuren zu finden. Also hier ganz am Anfang, das ist das erwähnte Notizbuch von Wolfgang Helbig von 1971 nach der Datierung. Ja, ich habe das, kann man mal eine Seite aufschlagen. Also hier ganz auf der ersten Seite geht es mit Novalis los. Seit langer Zeit lese ich den Heinrich Ofterdingen, lese lange, langsam mit großen Pausen, anscheinend zu großen Pausen, ein gutes, schönes, geistvolles, poesievolles, liebenswertes und so weter Buch, ein Frühling. Ionesco, ich würde eine Geschichte wie Frühling schreiben. Also, und Novalis kommt dann noch öfter vor. Durch die Biografie von Herrn Opitz wissen wir, dass er in dieser Zeit an der Blauen Blume gearbeitet hat und er hier in dem Tagebuch steht, dass er also an der Blauen Blume gearbeitet hat, ehe er Novalis gelesen hat. Ganz überraschend. Ach so, und dann kann man noch einflechten, ein tolles Buch und so weiter. Aber für Helbig war es egal, welches Buch. Ne? Jeder Bibliophile würde sagen, diese Ausgabe oder jede, da hat er sich nicht drum gekümmert. Er war also begeistert für den Text, besonders, weiß nicht, wie es in späten Jahren war. In frühen Jahren hätte ihm sicher auch eine Kopie gereicht. Ne? Trakel wäre ohne Novalis für mich kaum denkbar. Lese Thomas Bernhard, zwei Erzieher. Sehr verführerisch sein Stil. Lese Walter Benjamin, rede über das Sammeln. Ich packe meine Bibliothek aus, sehr freundlich. Analog zu mir gesehen, leider bin ich dagegen ein Schwächling. Also hat er sich ja untertrieben. Ne? Also, und hier kommt schon ganz früh eine Begeisterung für Strindberg vor. Strindbergs Haltung rettet mich, Inferno, Ausrufezeichen. Ganz zum Schluss kann man dann nochmal, Brecht ist gänzlich vom Stoff der Wissenschaft der radikalste unter denen, die mit dem archaischen Geistkult, den zum Beispiel der Klassizisten gebrochen haben. Ja, E.T. Hoffmann, und man könnte also, es sind sehr viele schöne Einträge, ne? Den blonden Eckart von Tieck nochmals gelesen. Und so, manchmal geht es dann über in eigene Werknotizen. Also das ist eine ganz frühe, schöne Sache. Ja, man kann hier noch ein bisschen lesen, aber das würde ich noch nicht machen, weil der Tag vorgeschrieben ist. Nur das Einzelne, das ich mal noch hier vorsichtig anfassen. Der liegt und dabei, der im ersten Moment würde man sagen, hat gar nichts mit diesem Provisorium zu tun. Aber ich finde es eben doch als Abschluss ganz schön. Da hat der Josef Konrad gelesen, Jugend, eine Geschichte, da wird ein Schiff losgeschickt unter Segeln und mit Kohle an Bord. Das ist natürlich kurios, dass man ein Segelschiff da lustig mit Kohle und das, dann gibt es einen Brand und das Segelschiff brennt ab. Da schreibt Wolfgang Helbig dazu. Josef Konrad steht in Jugend am Ende des Segelzeitalters. Das Kohlezeitalter Dampfschiffe beginnt. C-Roman, also das, was er vorhat, steht am Ende des Kohlezeitalters. Kohle brennt und vernichtet Segelschiff.
in der Jugend. Rekord hat verhindert die Kohle, die Verbindung des Segels mit der Natur. Was verhindert das Ende der Kohle? Also er sieht, war ja der Mann der Kohle. Man muss noch einen Punkt hier tragen zu dem Titel des Tages, unseres Abends oder Nachmittags. Geruch der Bücher hört sich eigentlich anheimelnd an, ist aber bei Wolfgang Kirby gar nicht. Sondern da geht es eben um den Geruch des Todes. Nicht? Also er zieht da auch noch eine Parallele zwischen Kohle und Buch, beide aus Zellulose entstanden und beide sind sozusagen strömen den Atem des Todes aus. Nicht? Und so pessimistisch wollen wir aber nicht enden. Also wir haben gesehen, dass er eben doch ein großer Buchliebhaber gewesen ist. Und ja, die Dokumente können jetzt noch näher angeschaut werden. Hier in dieser Ecke haben zwei große Etagen. Hier gibt es die Nachlassbibliothek. Heinrich Mann ist hier, George Gross und so weiter. Aber Hilbig ist auch hier, also der gehört auch zu dem sehr wertvollen und sehr wichtigen Bestandteil, weil so viel, dass die nicht alle hier gleich vorne reingepasst haben, sondern dass wir da weitermachen. Also das ist ein Grund, wenn es besser gibt, da steht dann die Bibliothek von Wolfgang Hilbig. Genau, also hier sozusagen. Und ich habe Ihnen ein paar Sachen rausgesucht, ja. Einfach schon mal zum Schauen. Das sind Übersetzungen seiner Werke. Verschiedene steht auch noch dazu. Das ist teilweise, hier haben wir eine in Koreanisch. Ich habe einfach mal so für Sie zum Schauen einfach mal was hingelegt. Und Herr Opitz, Sie haben schon den Namen so. Sprachigen Ausgaben auch alle aufbewahrt. Da sind Belege in seiner Bibliothek, ja. Ob das jetzt natürlich alle sind, ob die vollständig sind, weiß ich nicht, aber es sind schon sehr viele Sprachen überliefert. Ich habe eine, hier hat er noch eine Widmung geschrieben, das ist quasi zurückgekommen, das ist also noch eine Widmung von Hilbig mit Wie ist die Aufstellung hier in den Regalen? Ist das noch irgendwie original? Das ist, ja, gerne. Das ist tatsächlich, also die Aufstellung ist so, wie sie quasi zu uns kam. Ich habe die Bibliothek erst gesehen, als sie schon aufgestellt war. Ich bin später dazugekommen. Okay. Es ist bei ihm so, dass am Ende stehen die Zeitschriften, was dafür spricht, dass es bei uns nochmal eine gewisse Durchmischung gegeben hat und nochmal eine Ordnung. Es gibt aber bestimmte Segmente, die scheinbar zusammengehören. Und dann ist davon auszugehen, dass doch auch ein gewisser Teil durchaus so überliefert ist, wie er bei Hilbig stand. Also es gibt so verschiedene Bücher, die dann einfach zusammenhängen. Und dann kann man schon darauf schließen, dass es vielleicht in gewissen Segmenten. Aber insgesamt stehen die ganz sicher nicht mehr so wie bei Hilbig. Ich habe noch eine Taschenlampe. Wenn jetzt jemand da ganz hinten in diese dunkle Ecke möchte, um noch etwas zu sehen. Also ein Bild durcheinander. Genau. Und die finden jetzt hier, wenn ich Ihnen sage, Hamlin hätte ich gerne, dann muss ich in den Opa, muss ich in den Opa schauen, sonst finde ich. Ja. Ja, das ist also meine Arbeit in der Stadt.